Ja, hallo liebe Leute, seid gegrüßt. Ja, heute haben wir mal wieder mal in den Archivordner gegriffen und ich habe unheimlich viele geile Fotos wiedergefunden vom Fernsehturm in Schwerin. Ja, dieser Fernsehturm ist ja nun leider seit 2017 geschlossen. Mit Montompellier Lars war ich dann des Öfteren mal dort. Und einmal 2013 und dann irgendwann 2015, 2016, 2017, ich weiß es gar nicht mehr genau, waren wir auch noch mal da. Und Lars, wie auch meine Wenigkeit, haben echt tolle Fotos unseres Erachtens davon geschossen. Und ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein Fotovideo wieder davon fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Und danach gibt es noch ein paar Fotos von der SED-Bezirkskaderschule, auch in Schwerin, in Zippendorf. Das Objekt ist ja mittlerweile, wie viele wissen, total gerockt. Und wir waren zwar nur kurz da, es gibt leider auch nur ein paar Fotos davon, aber immerhin noch kein Vandalismus da gewesen ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Bei der Gelegenheit möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für 420 Follower. Immerhin, super, super. Ich freue mich über jeden, der meinen Kanal abonniert und sich über die Videos erfreut. Oder an den Videos erfreut vielmehr. Bleibt weiter am Ball, es kommen nach wie vor immer noch wieder bestimmt ganz geile Videos raus. Einiges ist noch am Start, wettermäßig muss man mal schauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst gerne einen Kommentar, abonniert den Kanal und hinterlasst gerne auch mal ein Like. Und von daher will ich nicht länger sabbeln. Schaut euch das Video an, viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Ciao, ciao.